Genau, und du nimmst jetzt ab sofort. Da ist gar kein Signal. Du nimmst nämlich ab sofort dieses Signal und fährst nicht so, sondern nimmst das als Einfahrt und nimmst dann das für die andere Richtung, bitte. Geht nicht, warum? Ich glaube, ich weiß warum. Yep. Okay, dann müssen wir das nochmal schnell umbauen. Weil die sollen sich natürlich auch nicht blockieren. Das ist natürlich logisch. Das heißt, wir müssten hier rauskommen. Wir kriegen dann hier schon eine Kollision. Das ist blöd. Das ist blöd. Aber wir haben hier eigentlich keine Linien drauf. Weshalb ich reiße es jetzt einfach mal ab, denn wir brauchen eigentlich hier am Anfang nicht so viel Geschwindigkeit. Das heißt, im Grunde würde das reichen. Und so rum. Dann machen wir halt erst das. Mein Gott. Genau, weil dann kommt hier eine DKW rein. Und dann kommt hier auch eine rein. Also ist die Frage, für was ist die zulässig? 61. Gut. Du sollst aber nicht so fahren, mein Lieber. Muss ich hier so einen hässlichen Wegpunkt mitten reinbauen, ey. Nach 3 nimmst du mir den. Genau. Genau, so, die Kunststofflinie stimmt. So, jetzt müssen wir gucken nach dem Stahl. Du nimmst nämlich nach der 3, nimmst du mir das hier. Es ist die 5 und dann ist im Grunde schon alles geredet. Wir könnten hier noch das einfügen. Das hier. So, jetzt muss ich aber bloß schauen. Kommt der Stahlzug? Der würde hier rüberkommen. So, du drehst mir wieder um. Würde der Kunststoff wieder hochkommen? Kunststoff muss doch hier rein, oder? Hier rein. Ach, hier rein. No, nichts möglich. Ja gut. Dann gebe ich dir einfach hier schnell eine Weiche rein. Ja. Und dann müsste das wieder passen. So, du bist am Anfang noch ein bisschen verwirrt.
So, hier steht Werkzeugmaschinen. Du kannst das Ganze mal einfahren, genau. Hier haben wir wieder unsere Kunststoff. Schon langsam. Jawohl, kann man nicht viel machen. Vor allem, warum warten die da so lang? Wieso warten die beim Abladen so lang, frage ich mich. Ein Potenzial wäre ja da. Wisst ihr aber. Mann ey, was ist das denn? Also der Stahl hält sich jetzt auf jeden Fall. Das ist schon mal sehr gut. Hier müsste die Produktion jetzt auch wieder hochgehen. Hier bauen wir noch schnell ein Signal rein. Aber der Stahl wird zumindest oder geht zumindest nicht aus, sagen wir mal so. Das ist schon mal sehr gut. So, dann haben wir hier unsere. Was ist denn die gelbe nochmal hier? Das ist die für unsere Werkzeuge, oder? Oh, die macht ja gar nichts. Uiuiuiuiuiui. Die macht ja überhaupt gar nichts. Hier sieht es einigermaßen gut aus, oder? Ah, Werkzeuge schlecht. Maschinen auch schlecht. Weil nur Stau ist. Ja, das ist natürlich behindert. Das ist blöd. Und weil die nur hier abfahren. Oh je, meine. Oh je, oh je, oh je. Okay, aber Werkzeuge müssen dahin. Maschinen müssen dahin. Wenn wir mal hier eine direkt ver. Geht nicht? Okay. Wenn wir mal anfangen, hier eine Direktverbindung zu ziehen. Und dann zumindest mal hier in der Stadt die Lieferwege mit Busspuren machen, wäre das schon mal ein großer Fortschritt. Da ist der Bau nicht möglich. Hier schon. Ja, dann gehen wir hier zurück. Hier ist der Bau auch nicht möglich. Dann machen wir das so. Platzieren wir nochmal ein neues Depot. Oh, und jetzt machen wir da mal zwei Linien draus. So, was ist da drauf? Das ist automatisch drauf. Okay, dann machen wir mal eine neue Linie. Und zwar von da hinten geht's in das Industriegebiet.
und dahin. Und dann erfassen wir den Bereich und den Bereich. Und der blaue fährt dann hierhin und hierhin. So, die 3 kommt weg, die 3 kommt dahin. So, die 3 wären nun LKWs mit Maschinen. Sofort ersetzen, ja. Und das wäre dann Werkzeug Alum. So, das andere muss ich noch kurz umbenennen. Weil das ist jetzt natürlich nur noch Maschinen Alum. Und dann haben wir da noch ein paar LKWs drauf für Werkzeuge. Oh, ja, das war falsch. Also mal ein paar LKWs für Werkzeuge. Ja, müsste erstmal reichen. Da war es doch gerade. Ne, nicht Maschinen, sondern Werkzeuge Alum. So. So, ich hatte hier extra gesagt. Macht so. Sehr schön, das geht auch. So, weil dann ist Alum auch mal ein bisschen besser angebunden hier. Das ist mir wichtig. Dornburg hat sich hier mega entwickelt. Aber wir haben da schon eine Linie hin. Sehe ich gerade. Werkzeuge, Werkzeug, Lebensmittel. Läuft auch gut. Wir müssten immer da an dem Bahnübergang warten, aber da kann ich jetzt mal nichts dafür. Hier wartet extrem viel. Lebensmittel Kühdorf nimmt. Ah, du nimmst Lebensmittel mit. Warum stehst du jetzt da so lange? Lebensmittel Kühdorf, das wäre das hier. Okay, das ist ein bisschen arg komisch gemacht. Nehmen wir mal den, dann nehmen wir mal wo ist denn Waren da? So, dann nehmen wir den mal als Waren. Ja. Und den hier. So, dann machen wir 2 Lebensmittel. Einmal den hier. Und irgendeinen anderen. So, dann machen wir noch feste einen zu Werkzeugen. Details sofort ersetzen, ja. Und die anderen lassen wir mal auf automatisch. Ein Airbus, sehr schön.
Da läuft nichts, da läuft's nicht. Okay. Was steht hier? Lebensmittel Donnenburg. Lebensmittel, Lebensmittel. Ja, okay. Mhm. Das nimmst du mit, wa? Genau, genau. Genau so war das. Ach, die Stadt hat sich hier entwickelt. Ja, ist das schön. Genau so war das auch geplant. Als ob die Stadt meine Gedanken lesen kann. Also die Abgase, die sind ja... Naja. Lassen wir es mal so. Das ist die Frage, musst du hier warten jetzt? Gerade so nicht. Okay, gut. Okay, okay, okay. Aber hier stauen sich die LKWs, weil die LKWs darüber müssen? Moment, Moment, Moment. Okay, wir haben hier einmal die Linie Lebensmittel-Kühdorf. Wieso kommt da eigentlich fast alles an? Wie kann das eigentlich sein? Weil du hier drüben noch die Industrie mitnutzt, oder wie? Eieieiei. Weil normalerweise, da kommt ja gerade alles an. Da kommt an Werkzeuge, Lebensmittel, Waren, Baumaterialien, da kommt alles an. Weil normalerweise sollten die Maschinen hier hinten ankommen. Was ist das dann für eine grüne Linie? Baumaterialien. Ach so. Hehe. Ja, ist ja logisch. Baumaterialien Kühdorf. Da ersetzen wir. Ach so. Moment, Moment. Die Maschinen kommen an hier. Du kommst aber hier rüber. Okay. Dann nehmen wir. Nehmen wir hier. Nehmen wir hier einen LKW für Maschinen und sagen hier dann sofort ersetzen und schicken dann da nochmal einen drauf. Maschinen, Maschinen. Für die Baumaterialien. Denn beide wollen ja ins Industriegebiet. Das ist die Frage, könnten wir die Straße hier upgraden? Ja, bräuchten wir im Grunde auch nicht. Aber hier geht schon wieder der nächste runter. Ah, das ist doch... Das ist doch zum Verrücktwerden. Aber wir könnten hier auch sagen... Wir haben ein... Versuchen Sie mir Schlacke anzuliefern. Ja, aber Schlacke wird doch abtransportiert. Warum steht da so wenig Schlacke? Muss ich hier den Steinbruch wieder anschmeißen? Eieiei, Mensch.
Aber das machen wir in einer vielleicht nächsten Folge nochmal. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao.